Liebe Freunde, willkommen zurück. Ja, bevor wir hier mit der Kriegsführung weitermachen, erzähle ich euch kurz, was ich in Vorbereitung auf diese Folge gemacht habe. Und zwar bin ich alle Planeten durchgegangen und wie ihr seht, beginnt bei allen Planeten jetzt eine Produktion. Also ich habe da entsprechende Distrikte oder Gebäude gebaut und deswegen sieht es hier auch energietechnisch und mineralientechnisch so mau aus. Ja, also habe ich ordentlich investiert. So, weitere Schiffe werden auch gebaut. Ein paar Legierungen dafür investiert. Und dann geht es hier weiter. Wir werden mal schauen, ob wir hier mittlerweile bei der Basis reparieren können. Oder ob die Flotte... Okay. Das ist schön. Also die lässt sich dann hier reparieren. Ja, am orangen Balken, da sieht man es leicht, dass die Schiffe repariert werden. So, Mandat unerfüllt. Das Nichterfüllen der Wahlversprechen hat der Herrschaft unseres Generalkommissars ein Ende bereitet. Okay. Ui. Eventuell ist sie aber auch einfach gestorben. Im Alter von 104 Jahren. So, und jetzt wird eine neue Wahl durchgeführt. 58% sind für Muhammad Elbas. Prozent unterstützen ihn. 58% gehören zu seiner Fraktion. So. Der hat als Fähigkeiten Expansionist, Baukosten, Außenposten minus 15% und Einflusskosten Sternenbasen. Minus 15% und logistisches Verständnis. Und halt für Schiffe minus 5% und für Armeen minus 10%. Und Nahrungswachstum als Auftrag. Mindestens plus 15 pro Monat. Okay. Das hätten wir sofort erfüllt. So, Flotte komplett repariert. Jetzt können wir mit der Flotte weitere Sternenbasen einnehmen. Und ich denke, wir machen hier weiter praktisch Sachen mit unserem Blitzkrieg. Und übernehmen erstmal die Stationen. Wenn wir von einer Fraktion alle Stationen haben, dann können die keine neuen Schiffe mehr bauen. Dann haben wir sie sozusagen für diesen Krieg eingefroren, könnte man sagen. Müssen wir uns um die nicht mehr kümmern. Dafür muss man aber sämtliche Sternbasen haben und sämtliche deren Flotten auch zerstört haben. Wir fliegen weiter dorthin. Eine Sache, die mir im Vorfeld noch aufgefallen ist, ganz interessant. Die Flotten von diesen Verbündeten, die haben den Befehl erste Flotte folgen. Das ist hier unsere stärkste Flotte. Die Menschen hier, die haben leider bei ihren Flotten gar keine Befehle hinterlegt. Problem ist, sie haben keine offenen Grenzen, um hier irgendwie am Krieg teilzunehmen. Ja. Also die spielen keine Rolle. Das wird sich wahrscheinlich dann in den nächsten Jahrzehnten grundlegend ändern, wenn hier die Wurmlöcher zum Tragen kommen. Ja. So, die zweite Flotte, die ist dahin unterwegs. Mal schauen, ob wir die noch verstärken können. Research complete. Hostile station engaged. So, einmal hier verstärken. Und da greifen wir an. Schauen, wenn wir keine... Ja, das ist... Im Mühebereich haben wir Schaden kassiert, dann fliegen wir direkt weiter. Und wir konzentrieren uns hier komplett auf die Sternbasen. X-Müdigkeit. 5% bei den Verteidigern, naja.
Wir könnten kapitulieren. Das machen wir natürlich nicht. Das ist ja Quatsch. So. Status quo verhandeln. Relative Flottenstärke sehen wir plus 50. Das ist natürlich schön. Da spielen die Flotten der Menschen hier auch eine Rolle, obwohl sie eigentlich nicht zu den Feinden kommen. Ah. Debris analyzed. So, Forschung. Baukosten für Zerstörer reduzieren. Der Mineralienverarbeitungshub, das finde ich auch ganz cool. Kostet natürlich. Aber ja, wir gehen das an. Mineralien ist immer so ein Thema. Man muss sich ja auch sehr viel Energie ausgeben, um hier die Mineralien zu kaufen für die Gebäude. Und so Geschichten wie das Ausheben von Robotern. Das kostet dann halt auch. Oh. Die hier stärker, mal schauen. Gesundheit 200, Moral 200. Die machen mehr Schaden, oder? Schaden 2,47 bis 4,95. Machen die mehr Schaden als die Menschen oder machen die Zetin weniger? Moment. Okay, spannend. Machen also mehr Schaden. Die Roboter haben halt doppelt so viel Gesundheit und haben mit Moral gar nichts am Hut. Ja, weiß ich nicht. Wir bauen weiter Roboter. Ja. So, dann haben wir hier die Basis erobert. Dann geht's hier weiter. Ich gebe hier zwei Befehle. Ich habe erst hier angeklickt, dann mit Shift und Rechtsklick dort, damit dieses System auch wirklich erobert wird. So, wir können weitere Schiffe bauen und wir werden die Schiffe nicht hier bauen. Hier können wir eventuell die vorhandenen Schiffe upgraden. Das Thema hier ist, wir haben keine Akademie. So wie hier. Da bekommen die Schiffe direkt von Anfang an 100 mehr Erfahrung. Ein Zerstörer, eine Korvette. Welche machen wir hier auch? Zerstörer, Korvette. Die Föderationsflotte ist auch noch unterwegs, aber die braucht wahrscheinlich noch ziemlich lange. Ah. Ja, okay, aber vielleicht dann bei der zweiten Hälfte des Krieges wird sie eine große Rolle spielen. Okay, hier haben wir einfach einen Außenposten erobert.
Unsere Verbündeten, die sind dann hier unterwegs. Dauert halt alles ewig, bis die dann ankommen, genauso wie die Föderationsflotte. Kriegserklärung. Das ist zwischen denen und dem kleinen Staat hier. Ah. Okay. So, dann geht's hier weiter. Danach dorthin. Eventuell, ich habe mal pausiert. Strategische Ressourcen noch investieren. Gibt hier. Ach, haben wir sowieso schon aktiv, okay. 15% Unterlichtgeschwindigkeit für 6 Gas pro Monat und 25% Schilde. Auch 6 Gas pro Monat. Schneller fliegen bleibt auf jeden Fall an. Schilde. Ach, wir haben jetzt über die Kapazität drüber gebaut. Ah. Wir können noch weitere Basen upgraden. Vielleicht 2. Weil die eigentliche Idee ist ja, nach dem Krieg die Basen zu übernehmen. Genau, das war die Idee eigentlich, die ich hatte. Und jetzt keine weiteren zu bauen. Wir können für die Föderation Schiffe bauen. Wow, haben wir jetzt so viele Legierungen jetzt. Ansonsten können wir auch die Stationen, die noch nicht, noch keine Sterne und Festen sind, dass wir die upgraden. Hier zum Beispiel. Aber das mal als erstes. So, die fliegen weiter. Grenzen geöffnet. Okay. Dramatisch xenophob. Und dann direkt hier weitermachen. Und die zweite Flotte verstärken. Okay. Jetzt müssen wir eventuell mal kurz pausieren und reparieren. Haben wir doch schon einiges an Panzerung verloren. Natürliches Wurmloch. Warte, schauen wir uns gleich an. Wir haben am Rand des Ashuke-Systems scheinbar ein natürlich auftretendes Subraumphänomen entdeckt. Einen Riss in der Raumzeitstruktur, der auch Wurmloch genannt wird. Unsere Wissenschaftler spekulieren, dass es durch den Subraum mit einem anderen Wurmloch an anderer Stelle verbunden sein könnte. Je nachdem, wo sich das zweite Wurmloch befindet, könnte es möglicherweise eine Reise von einem Ende der Galaxie zum anderen binnen Tagen ermöglichen. Unglücklicherweise ist dieses Wurmloch, wie die große Mehrheit seiner Art, von Natur aus instabil. Jegliche Schiffe, die dumm genug wären, hindurchzufliegen, würden in Sekundenschnelle zerrissen werden. Moment. Was machen diese Schiffe dort? Ach, das sind Föderationsschiffe. Und da wir gerade Präsident sind, werden die sogar grün angezeigt. Föderationsschiffe, ja. Zusammenlegung mit Föderationsflotte. Okay, dann lassen wir einfach mal so. Okay. So, jetzt haben wir hier noch eine feindliche Flotte entdeckt. Moment, pausieren. Das sind 5 Kreuzer.
Rumpfstärke 1800, Panzerung 480, Schilde 800. Ich denke mal, das ist ja ganz normal verteilt. Also die haben jetzt nicht irgendwas vernachlässigt, was wir ausnutzen könnten. So, und es geht um diese Flanke. Ja, da können wir die zweite Flotte da hochschicken. Unsere zweite Flotte ist natürlich viel stärker. Eventuell können wir uns sogar erlauben, die zweite Flotte zu splitten. Die Flotte auf jeden Fall. Dann splitten wir einmal die Flotte. Ja. Flotte halbieren. Die benennen wir um. Dritte Flotte. Anführer rekrutieren. Das sieht danach aus, als wäre die Flotte dann besonders schnell. Jawohl. Ausweichen plus 5%, Unterlichtgeschwindigkeit plus 20%. Alter 48. Hier haben wir Waffenreichweite von Schiffen plus 20%, Alter 38. Wenn wir bei den Menschen, dass sie langlebig sind. Und deswegen. Und weil wir hier den Traitor haben, plus 20% Geschwindigkeit, holen wir uns See. Und fliegen mit ihr nach da oben. Wir können natürlich auch erstmal dahin fliegen, dann die Situation nochmal genauer anschauen. Problematisch wird es, wenn die hier oben angreifen. Wir haben ja keine Verbindung. Aber natürlich, theoretisch haben wir hier eine Verbindung, ja. Durch die Gegner durch. So. Die Sternbasis muss noch ein bisschen reparieren. Eventuell reicht das jetzt. Jetzt ist immer dort ja auch eine Stärke. Und jawohl, jetzt kann die Flotte hier repariert werden. Wir haben ein Schiff verloren. Beziehungsweise wir haben einen Zerstörer und eine Korvette verloren. So, neue Mechanik. Experimentelle Subraumnavigation. Einzelne Forschungsschiffe können aus bekannten Hyperraumrouten ausbrechen und versuchen, zu bekannten, aber ansonsten unerreichbaren Zielen zu navigieren. Schauen wir uns gleich an. Nächste Forschung. Wir haben... Ah, das mit dem Reaktor werden wir nicht erforschen. Ja, diese Überlichtinhibitoren. Gehen wir mal den Pfad lang. Dass wir hier diese roten U's auch bei uns stehen haben. Haben wir jetzt überhaupt gar keine U stehen. Also dass die Gegner nicht einfach durch unsere Systeme durchfliegen können, sondern dass sie erstmal dann unsere Sternbasis angreifen müssen, um in weitere Systeme zu kommen. So, die Flotte wird repariert und jetzt hatten wir Hyperraumtechnologie erforscht. Haben wir denn in unserem Bereich irgendwo... Wir haben hier halt ein Sternentor, das wird dann noch viel später relevant. Nein, bei uns selbst haben wir es nicht. Wir haben es halt hier einmal gefunden. Und hier haben wir sowas auch. Perfekt wäre, wenn die zwei verbunden wären, ja. Was aber nicht der Fall sein muss. Das Forschungsschiff. Kümmert euch doch mal hier um eure Weltraummonster. Warum kommen wir da nicht hin? Ach, weil er selber... Okay. Ja, gut.
kannst hier eine Bergbaustation bauen. Und du baust hier eine Forschungsstation. Die Flotte ist gleich repariert. Ist er jetzt? Ja, genau. So. Und dann fliegen wir einmal da lang. Und verfolgen natürlich auch das Geschehen hier an der Front. So. Ihr beeilt euch. Ihr haltet hier die Stellung. Können natürlich auch, also müssen ja nicht so passiv sein. Ist ja mit den allen im Krieg. Können ja auch einfach mal in die Offensive gehen. Und was für. Hostile fleet engaged. Ja, für unser Kriegskonto tun. Da war eine Flotte gerade. Wenn das kleinere Flotten sind, dann kriegen die Sternbasen nicht kaputt. Wenn es größere sind. Ja. Moment. Ja. Du musst da weg. Mach ich dein. Fleet destroyed. Wo ist der Kreuzer hingeflogen? Wo war das? Ach, Föderationskreuzer, okay. Na gut. Kannst du hier noch irgendwo Informationen sammeln? Da oben. Okay. Oh, das ist schön. Eine verfügbare Tradition. Schaden gegen Sternbasen plus 20%. Unterhalt von Schiffen wird um 10% reduziert. Flottenkapazität um 20% erhöht. Das ist stark. Ja. Wir erhöhen unsere Flottenkapazität um 20%. Dann bauen wir weiter Schiffe. Zerstörer und Korvette. Und hier ebenfalls. Evading hostile fleet. Wo? Ach, unser Konstruktionsschiff ist da nicht rechtzeitig weggekommen. So, ihr müsst euch beeilen, ja. Mal gleich mal schauen. Entweder halt hier nach oben oder nach rechts. Admiral erlangt Eigenschaft. Nach ihrem jüngsten Sieg im Duvik-System. Ah ja, von der großen Flotte. Hat Admiral Valentina Gomez damit begonnen, in ihren Flottenbesprechungen die Bedeutung von Geschwindigkeit und schnellen Manövern zu betonen. Sie experimentiert mit neuen Formationen und Gefechtsmustern, um die Wendigkeit der Raumschiffe unter ihrem Kommando zu optimieren. Jawohl! Sie bekommt die Eigenschaft schnell wieder Sturm. Ist die gleiche Fähigkeit, die wir gerade hatten bei der Admiralin, die wir neu rekrutiert hatten. Ausweichen plus 5% und natürlich Geschwindigkeit plus 20%. Spaceport under attack. So. Hier war irgendwie noch eine Flotte. Da haben wir kaum Schaden erlitten. Wir fliegen weiter dahin. Nächste Sternbasis einnehmen.
Und dann haben wir ja, hier werden wir dann angegriffen. Okay. Ab und zu können wir auch unsere Planeten nochmal anschauen. Hier upgraden. Top-Gebäude upgraden und mach jetzt mal das. Da haben wir Arbeitslose. Einen Arbeitslosen. Wir können ja noch extrem viele Distrikte bauen. Wachstumsgeschwindigkeit plus 20%. Okay. Ja, dann bau doch ruhig noch eine Farm. Oder zwei. Kaufen aktuell 20 Nahrung ein, was wir nicht brauchen. Das werden wir dann entsprechend abbrechen. Energie minus 23. Piraterie ist kein Problem, nee. Aber jetzt kaufen wir keine Nahrung mehr. Das heißt, das müsste ja dann gleich auch bemerkbar machen. So, du fliegst weiter dahin. Dann haben wir... Ja, das ist eigentlich jetzt gerade unser Hauptproblem. Da ist eine Flotte. Ja. Siegt die Basis und dann fliegt er sofort und greift die Flotte an. Sofort dahinterher. Jawohl. Wissenschaftler erlangt Eigenschaft, tut mir leid, uninteressant. Wir gucken uns das hier an. Okay. Wir haben, glaube ich, nochmal einen Zerstörer verloren. Wir können es natürlich auch in der Statistik anschauen. Wohl ein Zerstörer verloren. Die Gegner haben verloren. Zwei Kreuzer, 11 Korvetten. Also sind da ganz klar siegreich hervorgegangen. Effizienz. Ja, sieht gut aus. Mittlerer Plasmabeschleuniger vor allem ganz viel Schaden gemacht. 20.000. Und war zu 111% effizient. Sehr gut. Gegen die Schilde waren wir relativ ineffizient, aber die Energiesauger, sag ich mal, die haben zumindest dafür gesorgt, dass die anderen Waffen nicht zu lange auf die Schilde schießen mussten. Und das war dann unterm Strich dann halt effizient. Punkt Verteidigungsziele hatten wir gar keiner. Okay. Dann haben wir die Flotte zumindest in die Flucht geschlagen. Und wir machen dort weiter. Dann haben wir da oben noch eine. Also, wir haben noch zwei Sternbasen, von denen wir wissen. Und wie gesagt, alle Sternbasen eines Gegners. Und man kann hinter die einen Haken machen. Hat dann natürlich noch nicht seine Kriegsziele erfüllt. Das ist klar. Das ist dann nochmal was anderes. Immer Kriegsziele. Wir werden mal die Bodentruppen zusammenlegen. So. Und wir werden die neu gebauten Schiffe zumindest mal bis zur Grenze von 80 dann unsere ersten Flotte zuweisen. So, die drei gehen da noch, passen da noch rein. Und dann die zwei. Das ist doch perfekt. So. Können wir da schon wieder einen Haken hintermachen. Die jetzt noch inaktiv sind und keine Föderationsflotten sind. Beziehungsweise die inaktiven Föderations...
Dort die können wir der Hauptinformationsflotte zuweisen. So. Ja, das sieht doch gut aus. Und dann müssen wir halt hier beim nächsten Mal schauen. Da machen wir hier einen Cut. Beim nächsten Mal geht's hier zur Sache. Sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.